Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Und zwar haben wir heute mal etwas extrem Süßes. Nicht mich, sondern was anderes. Was genau? Nach dem Schwäler. So, da sind wir wieder. Und zwar habe ich im Aldi solche kleine Kuchen entdeckt. Cookie and Cream Cracker. Ach, die Dinger lassen jetzt ein bisschen durchstehen. Und Cookie Rocky Road Crack, so. Und Strawberry. Könnt ihr mal gucken. Die kosten beim Aldi 1,59, 79. Ist auch nicht im Dauersortiment. Hab mir gedacht, komm, gucken wir mal, was die Dinger können. Gesund sind die wahrscheinlich nicht. Zum Einfrieren geeignet, sehe ich gerade. Okay, da kann man noch einfrieren. Sehr interessant. Ja, gut, schauen wir mal. Also noch eine Kleinigkeit. Schaut das Video bis zum Ende, weil jeder, der mich abonniert oder mir ein Like da lässt, kriegt was geschenkt. Was genau, sage ich nach dem Video. So, packen wir das hier mal aus. Cookie and Cream. Cream, so. Ja, sieht eigentlich ganz lecker aus. Wie so kleine Kuchen. Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Ja, sieht aus wie so ein Schokokuchen. Ja. Ja, wie so ein schluffiger Schokokuchen mit hier so Oreo-Dinger, so Oreo-Stücke. Also, was mich ein bisschen stört, ist hier die Creme. Die Creme, die schmeckt so sehr nach Butter. Also. Naja, wenn wir mal gucken, wie viele Kalorien so ein Teil hat hier. Der Teil hat, Moment, auf 100 495. Der Teil selber hat 175. Ja, wenn man das ganze Ding aufgefuttert hat, liegt man bei so um die 800 Kalorien. Das ist natürlich ordentlich. Naja, man gönnt sich ja sonst nichts. So, was haben wir hier? Rocky Road Crack. So, was ist hier drin? Ja, gute Frage. Nächste Frage: Karamell, Schokoladencreme, Krokant und Marshmallow. Ja, Marshmallow ist ja cool. Hört sich lustig an. So. Eieiei, das sieht ja aus hier. So, ich klappe da mal ein bisschen auf, damit man es sieht. Boah, ist ja klebrig. Sieht natürlich ganz interessant aus, also lustig. Dann probieren wir erstmal so ein einzelnes Marshmallowchen, hier so ein kleines Teil. Marshmallow schmeckt gut. So, dann probieren wir das im Ganzen. Da sind noch irgendwelche Kokons, Nüsse oder sowas drauf. Ja, auch wieder ein ganz normaler Schokokuchen, wie vorhin auch, nur die obere Schicht ist anders. Ja. Ja, geschmacklich natürlich sehr, sehr süß, wegen der Karamell. Und die Marshmallow-Dinger, ja, wenn man die jetzt zusammen mit dem Kuchen isst, dann fühlt sich dann, als hätte man irgendwie so einen schleimigen Wurm auf dem Keks oder auf dem Kuchen irgendwie. Ja, das sind auf jeden Fall massive Kalorienbomben. Das Ding hier hat jetzt 474 auf 100. So, Strawberry Cheese Crack, also soll so eine Art Käsekuchen sein. Frischkäsecreme ist drauf, Erdbeere, ja, und Schokoladenraspel, weiße Schokolade. Ups. Das ist auf jeden Fall sehr klebrig angelegt. Ja, sieht aus wie so ein Käsekuchen. Nicht Käsekuchen, sieht aus wie so Spaghetti-Eis. Riecht auch so ein bisschen nach Spaghetti-Eis.
Oh, schauen wir mal. Diesmal ist der Kuchen etwas anders. Und zwar ist es so ein heller, schluffiger Kuchen. Der kann man, der schmeckt gut. Der ist echt lecker hier. Ja, schmeckt so wie Spaghetti, also auf jeden Fall. Der ist lecker. Die zwei sind nur relativ süß. Ja, kann man essen, ja. Kriegt man nur einen Zuckerschock von. Ja, top. Also für 1,80 oder 1,70, was die Dinger gekostet haben, kann man sich die mal geben. Ist okay. Ja, wie versprochen am Anfang, jeder, der mich abonniert oder ein Like da lässt, bekommt was geschenkt. Und zwar bekommt er von mir als PDF per E-Mail ein geiles Kochbuch geschickt. Also, es lohnt sich zu abonnieren. Ich werde auch häufiger noch was verschenken. Also, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.